Hey, komm zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode des FIFA 16 Karrieremodus mit der Arminia aus Bielefeld. Wir sind momentan richtig, richtig erfolgreich unterwegs mit unseren blau-schwarz-weißen Kollegen und heute spielen wir gegen blau-weiße Kollegen und zwar gegen den VfB Bochum und davor motivieren wir Ryan Gold, beziehungsweise loben Ryan Gold, unseren absoluten Superstar, der momentan richtig gute Leistungen bringt und das heute im Idealfall genauso weiter tun soll. Natürlich achten wir auf unsere Spielerentwicklung, das heißt Bart Finne, natürlich Ryan Gold, Pereira und auch Araujo und Christensen werden trainiert und ich denke mal, das ist an sich der beste Weg, den wir überhaupt so gehen können. Wenn es euch gefällt heute, dann lasst einen Daumen nach oben da. Jeder einzelne von euch, der sagt, ich mag den Bielefeld-Karrieremodus, lasst heute mal ein Like da. Die Folge wird richtig, richtig gut, das verspreche ich euch. Und ich denke mal, wenn ihr es wirklich mögt, dann ist ein Like auch nicht zu viel verlangt. Es dauert nur ganz kurz und ihr unterstützt damit wirklich diesen Karrieremodus aufs Äußerste. Und da kann man sich nicht aus Verantwortung ziehen, das muss jeder einzelne machen, denn das ist das Wichtigste, beziehungsweise der Weg, mir zu zeigen, ob ihr diesen Karrieremodus mögt und wie oft er kommen soll im Vergleich zum Newcastle-Karrieremodus. Gut, wir simulieren das Ganze hier und wir haben im Endeffekt ein relativ, durchschnittliches Ergebnis. Wir haben D, C bei Gold, C bei Araujo und dann nochmal D und D bei Pereira und bei Christensen. Ist natürlich nicht ideal, trotzdem steigt Christensen im Rating, von daher, ja, kann man das auf jeden Fall irgendwie so mitnehmen. Und wir gehen weiter und wir spielen gegen den VfB Bochum. Das ist nicht nur ein interessantes Spiel, weil beide blau-weiß sind, sondern weil es der erste gegen den zweiten ist. Das heißt für uns ein richtiger Leistungscheck. Wir sind momentan auf der Tabellenplatz 1, liegt an der besten Defensive der Liga. Wir sind richtig gut unterwegs. Die Frage ist aber trotzdem, sind wir bereit für so einen Gegner? Und der zweite Gegner dieser Episode wird genauso schwer. Was heißt genauso schwer? Deutlich schwerer sogar noch, denn da spielen wir gegen Mainz 05. Das heißt gegen den Erstligisten im DFB-Pokal. Wird auf jeden Fall spannend, wird nicht einfach. Und jetzt müssen wir im besten Fall den Grundstein legen für ein erfolgreiches Spiel gegen die Mainzer. Ich wünsche euch viel Spaß bei Zweitliga-Top-Paarung Bielefeld gegen Bochum und 3 Punkte und bis gleich. Die Arminia begrüßte den VfL Bochum zum Kracherspiel in der zweiten Fußball-Bundesliga. Der Tabellenführer, der Aufsteiger aus Bielefeld gegen den momentanen Tabellenzweiten mit Top-Torjäger Simon Terodde in der Sturmspitze. Beide Mannschaften natürlich sehr erpicht daraus, hier den Sieg ja mit nach Hause zu nehmen, beziehungsweise die 3 Punkte im jeweiligen Stadion quasi verzeichnen zu können. Bielefeld 22 Punkte mit einem Sieg könnte Bochum an den Bielefeldern vorbeiziehen. Dafür allerdings 2 Tore zumindest nötig und das ist gegen die Bielefelder Defensive natürlich nicht so einfach, denn die bleibt weiterhin die beste in Liga 2. 5 Gegentore, dafür allerdings auf der anderen Seite 18 erzielte Tore beim VfL Bochum, das ist die beste Offensive der Liga. Also, das könnte eine richtig spannende Partie heute werden. Beide Mannschaften hoch motiviert und wir gucken uns zunächst einmal die Aufstellung der Arminia aus Bielefeld an. Da gibt es im Vergleich zur Vorwoche immerhin eine Änderung. Auch wenn das momentan ja richtig gut läuft, gibt es zumindest diesen einen Wechsel und zwar auf der Verteidigerposition. Das heißt, die Defensive umgestellt, Hesel, Dick, Sundberg, Börner und dann haben wir da Lang anstelle von Schuppan, dann vor Christensen auf der 6, Ryan Gold auf links davor, dann Andreas Pereira auf der rechten Seite, Amina Fahren und vorne drin natürlich Melvin Lorenzen und Bart Finne. Melvin Lorenzen momentan der Topscorer der zweiten Fußball-Bundesliga. Auf der anderen Seite, wir haben gerade Terratino schon gesehen, Riemann im Tor davor, Hoogland, Simonek, Bastians und Pertl, Storberg auf der 6, Losilla haben wir dann ebenfalls noch, neben ihm Eisfelder als Zehner, links Terratino gerade angesprochen, rechts Marseille und in der Spitze der ehemalige Topträger der vergangenen Saison Simon Terodde, der ja bereits mit 4 Bundesligisten in Gesprächen war, allerdings nicht gewechselt ist. Und das ist für Bochum super, denn so kann er seine Tore weiterhin in der zweiten Liga für den VfL erzielen. Das Ganze zog sich noch ein bisschen hin, denn ja, das war relativ früh, dass der Schiedsrichter Steffen Schwurbel die Mannschaft noch auf den Rasen holte. Allerdings ging es dann doch pünktlich los, nachdem die Mannschaft noch 2 Minuten gewartet hatten und anstoßen. Ja, das tat die Arminia aus Bielefeld. Wir gehen rein in die erste Aktion der Partie und die Arminen versuchten direkt mal sehr, sehr gut nach vorne zu spielen. Das hier ist ein Angriff von Ryan Gold und der holt sich hier den Ball. Wunderbar gemacht gegen Hoogland. Geht weiter. Bart Finne komplett frei. Perfekter Pass des Schotten und es steht 1:0. 14. Spielminute. Die frühe Führung für die Arminia und das ist genau das, was sie so gefährlich macht. Der einfache Konter. Gold wunderbar mit der Balleroberung. Ganz fair der Schotte im Zweikampf. Klasse Pass mit dem starken linken Fuß auf Finne. Er ist beidfüßig und Finne ebenfalls und macht hier das 1:0. Bochum versuchte zurückzukommen und zwar ja relativ gefährlich. Sogar Eisfeld auf Terror. Und da ist Hesel im letzten Moment noch dazwischen. Das war ganz, ganz knapp. Das hätte fast den Ausgleich gegeben. Aber Bielefeld war auch gefährlich nach Standards hier. Mal Afane bringt den rein.
Und da ist kein Bielefelder mehr dran, sondern ein Bochumer und bringt den Ball ganz knapp neben den Pfosten. Zum Glück muss Riemann da nicht eingreifen. Auf der anderen Seite gibt es den Eckball nach 36 Minuten. Der kommt auch gefährlich, wird abgefälscht und da ist Bastians. Der versucht mal mit dem Dropkick, dem Scherenschlag. Allerdings geht der Ball über den Kasten von Hesel hinweg und es wäre bei dem 1:0. Konter ist die Spezialität von Bielefeld und da Bochum nach vorne spielte, hatten sie plötzlich Platz. Das ist Pereira, Doppelpass mit Finne, wunderbarer Pass im richtigen Moment auf Melvin Lorenzen, der spekuliert auf keinen Abseits. Es ist kein Abseits. Es ist das 2:0 für Arminia Bielefeld. 45. Minute, die 2:0-Führung und das war wieder wunderbar gespielt. Perfekt gekonnt, perfekter Pass von Pereira im genau richtigen Moment. Lorenzen spielt einfach weiter, spekuliert gar nicht, beziehungsweise hört gar nicht auf die Rufe der Bochumer, die sagen, es war Abseits und dementsprechend erzielt er das 2:0. Zweite Halbzeit, Arminia Fahne ging raus. Dafür gab es einen Wechsel und zwar kam Araujo rein. Gold rückte auf die 10er-Position, Pereira ins rechte Mittelfeld und auf der linken Seite spielte jetzt der Argentinier. Aber zunächst einmal kam Bochum in der Offensive und zwar mit Marseille, der setzt sich da durch, wird nicht richtig angegriffen, zieht einfach mal ab, abgefälscht schon 1:2 nur noch. Was war denn da los? Ein Gegentor bei Bielefeld, das 6. in der Saison. Im 11. Spiel ist das immer noch sehr gut, gerade für einen Aufsteiger, aber das Ding hätte nicht fallen müssen. Börner geht da in die Schussbahn, hätte er niemals tun müssen, Hesel wäre da gewesen. So geht der Ball in die kurze Ecke, Hesel chancenlos und es steht 1:2. Bochum jetzt am Drücker, die wollten nach vorne, aber Bielefeld befreite sich spielerisch extrem gut aus der Situation. Sieht man hier One-Touch-Football und zwar mit Gestocher. Im letzten Moment Araujo, im letzten Moment Lorenzen, im letzten Moment der Ball irgendwie zu Pereira gespielt und der mit dem Ball auf Christensen, der Däne von Borussia Mönchengladbach ausgeliehen. Seines Zeichens eigentlich Innenverteidiger. Bei Bielefeld spielt er auf der 6 und hier schlägt er diese Flanke auf Bart Finne und es steht 3:1. 59. Minute, wunderbares Kopfballtor vom Norweger. Sein zweites in dieser Partie und das war richtig, richtig stark gemacht. Perfekt eigentlich von Christensen, der seine defensive Aufgabe mal kurz vergisst und nach vorne geht, sich klasse durchsetzt und die perfekte Flanke in die Mitte steht. Er schlägt, da sieht keiner in der Defensive so richtig gut aus. Finne mit dem Kopfballtor sieht man auch nicht allzu häufig. Riemann steht ein Stück zu weit vorne und der Flugkopfball ist dann dementsprechend im Kasten drin. Hat ein bisschen nach Robin van Persie bei der WM 2014, vielleicht nicht ganz so klasse, aber doch schon gut. Und dann kam der Auftritt von Ryan Gold. Geht durchs komplette Mittelfeld, zeigt mal wieder seine Technik am Ball. Der ist unfassbar schwer vom Ball zu trennen, macht das hier klasse und spielt den Ball raus, holt das Foul raus. Araujo kriegt den, flankt direkt, da ist Lorenzen und es steht 4:1. 67. Minute, die Vorentscheidung in der Schülko Arena und wieder durch ein Kopfballtor. Und da sah wieder die Defensive alles andere als gut aus. Zunächst einmal können sie Gold nicht stoppen, das ist in Ordnung. Der passt dann mit dem Foul, das heißt Vorteil, aber keiner achtet mehr auf Araujo. Der schlägt die Flanke direkt in die Mitte und dann ist Lorenzen mit Einlauf komplett unbedrängt von Bastians und macht das 4:1. Bereits das 9. Saisontor im 11. Spiel. Der Junge, die Leihgabe von Werder Bremen, ist absolut Gold wert für die Arminia. Und die machte weiter, Bochum hatte komplett aufgegeben und Bielefeld versuchte weiter Tore zu schießen. Mittlerweile Fabian Klos eingewechselt, ehemaliger Kapitän, der zählt hier einfach mal ab und Riemann kann diesen Ball halten. Allerdings gehörte selbst die letzte Aktion dieser Partie wieder mal der Arminia. Hämlein eingewechselt, setzt sich außen wunderbar durch. Keiner kommt da hinterher. Timo Pertl hat gar keine Chance. Die Flanke in die Mitte ist auch eine gute Idee. Gerade noch so verlängert und geklärt, aber genau auf den Fuß von Araujo. Der versucht es nochmal, aber hämmert den Ball über den Kasten. Und das war die letzte Chance der Partie. Der VfL Bochum verliert auswärts das Topspiel der zweiten Liga in der Schüko Arena mit 1:4. Aus Sicht der Bochumer ist das natürlich eine Katastrophe. Aus Sicht von Arminia Bielefeld zeigt das wieder mal, wie unfassbar gut die drauf sind. Und gerade in der Offensive ist das einfach nur beeindruckend. Lorenzen bereits mit 9 Saisontoren, Bart Finne mit 6. Besser kann es eigentlich gar nicht laufen. Christensen zeigt heute seine offensiven Qualitäten. Afan und Gold macht ein super Spiel. Pereira mit einer Torvorlage. Was willst du mehr? Fußballherz, du bist in Bielefeld am richtigen Platz momentan. MGT muss in Zukunft eventuell auf seine Leihgaben verzichten, aber Diersen ist demnächst wieder fit. Darauf können wir uns freuen. 4:1 für Bielefeld gegen den VfL Bochum. Ich würde sagen, das war, ja, Effektivität pur. Wir haben die Chancen eigentlich so gut wie alle genutzt. Und Leute, was war das bitte für ein geiles Spiel? Alter, ich meine das Gegentor, okay. Aber ansonsten, diese perfekt gespielten Konter. Also wirklich, Pereiras Pass war erste Sahne, Golds erste Vorlage war erste Sahne und dann ein Ball auf Christensen, wo wir quasi eigentlich den Ball schon 4-mal verloren hatten, immer nur mit der letzten Fußspitze noch dran und irgendwie kriegen wir den Ball auf Christensen und der setzt sich, obwohl er gar nicht mal so schnell ist, durch und flankt dann auch noch so genial. Was ist da eigentlich los? Also den müssen wir eigentlich auch halt mal sehen, wen wir von unseren ganzen Leihgaben hier irgendwann mal verpflichten werden. Vielleicht, das habe ich bereits in der letzten Episode gefragt, nehme ich diese Finanzspritze. Ich werde natürlich das Geld nicht komplett ausgeben. 40 Millionen ist lächerlich, aber vielleicht kann
kann man irgendwie ein bisschen was machen, vielleicht so einen kleinen Investor-Gag, dass man eine kleine Storyline baut, dass Bielefeld einen Investor bekommt, damit man in der ersten Liga konkurrenzfähig ist, mit beispielsweise einem Gold oder einem Araujo oder beispielsweise einem Lorenzen oder Finne oder Christensen. Müssen wir mal schauen. Gibt auf jeden Fall die Möglichkeit und ich denke mal, so schlecht ist es auch nicht. Schreibt mir doch mal eure Meinung in die Kommentare. Ich denke aber an sich, ist das eine coole Lösung, wenn wir so ein paar der Leistungsträger, die wir nur geliehen haben, auf jeden Fall holen. Wir gehen ins nächste Spiel gegen Bielefeld und das wird auf jeden Fall auch interessant. Wir werden ein bisschen wechseln, nicht so viel, weil die meisten noch relativ fit sind und wir im Spiel dann lieber wechseln. Denn gegen den Erstligisten brauchen wir die beste Elf und ich denke mal, das ist ganz klar. Aber auch hier gilt wieder, wir können kontern und das gegen den Erstligisten könnte funktionieren. Viel Spaß und bis gleich. Funktionieren, viel Spaß. DFB-Pokalabend in Mainz, die Arminia aus Bielefeld war zu Gast und es war eine ganz wichtige Partie, sowohl für die Männer aus der Belletage des deutschen Profifußballs, als auch für den Zweitligisten, momentan ja Tabellenführer im Untergeschoss. Auf der anderen Seite sah das Ganze nicht so rosig aus, Mainz nicht gut in die Saison gekommen, umso wichtiger heute irgendwie in die Erfolgsspur zurückzukehren. Das war die Aufgabe des Teams, um beispielsweise Fabian Frei und Julian Baumgartlinger auf der 6. Allerdings, das Ganze natürlich nicht so einfach, die letzten drei Spiele waren sehr erfolgreich für einen auf der anderen Seite, für Melvin Lorenzen. 5 Tore aus diesen letzten 3 Partien. Dementsprechend war er natürlich top motiviert und stand auch heute genauso wie in der letzten Partie zusammen mit Bart Finn in der Sturmspitze. Zunächst einmal gucken wir auf die Aufstellung von Mainz 05. Karius, Brosinski, Bell, Bungert und Bengtson in der Verteidigung. Davor dann Baumgartlinger und eben Fabian Frei. Auf der rechten Seite Beister, links De Blas ist davor Mali und Florian Niederlechner, ehemaliger Heidenheim. Mittlerweile ja bei Mainz 05 angekommen. Auf der anderen Seite, wie gesagt, vorne drin genau die drei Spieler, die momentan am extrem gefährlichsten sind. Das sind Ryan Gold, Bart Finne und Melvin Lorenzen davor, beziehungsweise dahinter dann Hesel Dick, Soko Sundberg und natürlich auch Börner. Schuppern kehrt zurück auf die Linksverteidigerposition, weil 6 Christensen, rechts Afane und links überraschenderweise Hämlein anstelle von eben Ryan Gold, der auf der 10 spielte. Pereira saß zunächst mal nur auf der Bank. Es könnte eine sehr, sehr spannende Partie werden, hatten beide Trainer im Vorfeld dieser Partie gesagt. Der Erstligist, wie gesagt, momentan am Schwächeln, der Zweitligist unfassbar gut drauf und gerade in der Offensive extrem gefährlich. Defensiv ja auch gerade mal gar nicht so schlecht, zwar zuletzt ein Tor kassiert gegen Bochum, allerdings immer noch die beste Defensive der zweiten Liga. Jascha Thurheide, der Schiedsrichter der Partie, wollte das Ganze heute hier gut über die Bühne bringen im regnerischen Wetter in Mainz und er pfiff das Ganze an. Rheinland-Pfalz stand Kopf und das bereits nach wenigen Minuten, denn Bielefeld spielte richtig guten Fußball in der Anfangsphase. Gold auf Christensen und der mit dem direkten Ball, Lorenzen, legt schön ab auf Hinne, aber der läuft nicht durch und dementsprechend bleibt es hier erstmal 0-0. Trotzdem sah man da die spielerischen Qualitäten der Bielefelder in der Anfangsphase. Die erste gute Chance hatte dann aber Mainz Kopfball von Beister knapp am Tor von Hesel vorbei und allgemein waren die Mainzer deutlich torgefährlicher im ersten Durchgang. Hier der schöne Kopfball nochmal in der Wiederholung zu sehen, das war gar nicht mal ja so weit daneben und es ging weiter mit den Chancen. Frei haben wir hier am Ball, wird nicht richtig angegangen, dann kommt Niederlechner, da ist Baumgartlinger und der spielt den Ball wieder auf außen auf Beister, der nochmal zurück auf Baumgartlinger, wunderbare Parade von Wolfgang Hesel, der den Ball des ja, die Österreichers sogar festhalten kann. Es ging weiter mit Bielefeld in der Defensive allerdings, schöner Versuch hier mal wieder, diesmal von De Blasis, aber am Kasten vorbei. Und dann kam die Arminia, 45. Minute, wenn sie gefährlich wurden, dann über Konter, aber das sah teilweise richtig gut aus. Lorenzen hier mit dem Ball nach außen auf Finne und der kann auch flanken und Lorenzen kommt nicht ran. Das Ding wird zur Ecke geklärt vom Bungert. Allerdings sind die Bielefelder nach Standard stark. Das ist eine Aufgabe für den Schotten Ryan Gold, momentan der Star im Unterhaus der deutschen Profiligen. Und da ist Bart Finne, 1-0, 45. Minute in der Nachspielzeit, bringt den Erfolg für Arminia Bielefeld, die überraschende Führung und das war richtig gut gemacht. Die Kofas Arena quasi sehr, sehr still plötzlich, abgesehen von der Gästekurve, denn die war richtig aus dem Häuschen. Wunderbarer Eck und der perfekte Kopfball von Bart Finne. Karius fliegt vorbei und plötzlich führte der Zweitligist. Damit ging es dann auch in die Pause. Die Fans, ja, die mitgereist waren, wie gesagt, vollkommen aus dem Häuschen. Bart Finne zuletzt 2-mal erfolgreich, genauso wie Melvin Lorenzen gegen den VfL Bochum und heute bereits wieder mit einem Tor in der 45. Minute. Damit ging es in die zweite Halbzeit und da wurde Bielefeld ja erstmal ein bisschen gefordert in der Defensive, denn Mainz macht den richtig guten Start. Wenn, dann gab es wieder Konterchancen, wie hier über Afane. Wunderbares Dribbling, schöner Pass auf Bart Finne, der das wieder stark macht gegen Nico Bungert. Klasse Aktion des Norwegers. Geht in den 16er, setzt sich auch da gegen Bell durch, legt den Ball zurück. Da ist Ryan Gold, den muss er machen, den macht er nicht. Somit weiterhin 0-1. Die große Chance vertan und das gab Mainz so ein bisschen Mut. Die spielten jetzt nach vorne und kamen auch mal gefährlich vor das gegnerische Gehäuse. Das ist Bengtson, der Außenverteidiger, setzt sich da durch außen gegen Börner, ist schneller als der deutsche Innenverteidiger.
20er, geht in den 16er, da will niemand richtig hingehen. Görlitz eingewechselt, beißt da mit dem Kopfball und es steht 1:1, 57. Spielminute, der Ausgleich für den Erstligisten und das war mehr als glücklich, denn da muss natürlich Börner besser hingehen und da muss der eingewechselte Görlitz, Christensen war ausgewechselt worden, natürlich auch besser hingehen als hier, viel zu passiv in diesem Zweikampf. Der Rechtsschuss dann gut abgewehrt von Hesel, aber genau auf den Kopf von Beister und seine zweite Kopfballchance nutzt der deutsche ehemalige Jugendnationalspieler dann zum Tor. Baumgartling hatte die nächste Chance nach knapp 74 Minuten, viel passierte nicht mehr, es passierte sehr viel Kampf mittlerweile. Kapitän Dick hier mit einem sehr, sehr unnötigen Einsteigen, sehr, sehr hart, hatte Glück, dass er dann mit der gelben Karte bestraft wurde, da hätte man auch die rote Karte zücken können. Und dann kam Bielefeld nochmal über Konter nach vorne und zwar hier über Bart Finne, versucht den Ball durchzustecken auf Gold und dann gibt's den Konter von Mainz 05, die spielten plötzlich schnell nach vorne und der Ball war frei für Baumgartlinger. Links kommt Hesel da raus, schießt den Österreicher an und es gibt einen Einwurf. 90. Minute, Bielefeld nochmal auf dem Weg nach vorne, das ist Araujo mittlerweile eingewechselt auf der linken Seite für Hämlein und das Ganze geht nochmal ins Seitenhaus und gibt nochmal einen Einwurf für Mainz 05 aus der eigenen Hälfte. Das Ding kommt da zu Clemens und das war ganz, ganz schlecht gemacht. Da ist Klos mittlerweile eingewechselt, legt quer und da ist Finne! 2:1, 90. Minute, die Entscheidung in der Kofas Arena und zwar für Arminia Bielefeld. Ganz, ganz schwach, das muss Mainz besser machen und genau das ist das Problem. Extrem schwacher Einwurf, wunderbare Ballerung von Araujo und dann legt Klos quer, hat die Übersicht und Finne hat keine Probleme einzuschieben. Zu seinem zweiten Tor, 45. Minute und 90. Minute, der Norweger in der Nachspielzeit jeweils erfolgreich und er bringt Bielefeld den Sieg und bringt Bielefeld das Erreichen der nächsten Runde im DFB-Pokal. Wunderbarer Konter, Fußball der Arminia und die versuchten sogar nochmal, hatten nochmal die Chance hier, wäre wohl Finne wieder frei durch gewesen, aber der Schiedsrichter pfiff die Partie ab und dementsprechend gewinnt Bielefeld mit nur 2:1 gegen starke Mainzer, die ihre Chance in der ersten Halbzeit nicht nutzten und in der zweiten Halbzeit einfach einen Fehler zu viel machten, den die Arminia eiskalt bestrafte. Die mitgereisten Fans natürlich sehr zufrieden mit der Leistung ihrer Mannschaft, denn die zieht ein in die nächste Runde des DFB-Pokals. Finne sei Dank, der Norweger wieder mit 2 Toren, wie bereits unter der Woche gegen den VfL Bochum. Wunderbare Teamleistung der Arminia und das zeigt, dass auch ein Zweitligist gegen den Erstligisten erfolgreich sein kann und wie. Der ja, momentane Tabellenerste der zweiten Liga gewinnt also im DFB-Pokal und zieht in die nächste Runde ein gegen Mainz 05. So, ich würde sagen, das war eine sehr erfolgreiche Episode. Ich hätte am Anfang der Partie definitiv nicht gedacht, dass wir weiterkommen, denn Mainz war wirklich sehr, sehr stark, habt ihr ja auch gesehen. Aber dann, ja, kam der Konter und dann kam Finne und dann kam wieder, ja, Mainz und dann kam nochmal Finne und dementsprechend haben wir gewonnen. Nächste Episode geht's weiter, ja, gegen RB Leipzig unter anderem. Wir haben momentan ein gutes Polster auf den Tabellenzweiten, trotzdem wollen wir natürlich auf Tabellenposition 1 bleiben. Wenn's euch heute gefallen hat, dann lasst doch bitte einen Daumen nach oben, da wäre eine großartige Unterstützung und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, bis dann, haut rein, Arminia Allee und ciao.